Ah, hallo erstmal die Leute, die schon da sind. Ich fange einfach mal an. Mein Name ist Mark. Ihr kennt mich ja vielleicht aus der Facebook-Gruppe oder die Leute, die über LinkedIn gekommen sind. Sie kennen mich ja über LinkedIn, je nachdem, wo Sie oder ihr hergekommen seid. Und wir haben heute ein sehr spannendes Webinar-Thema, eins, das ich so noch selten gesehen habe und das von einem gemeinsamen Freund Benjamin angestoßen wurde, der ja auch heute da ist. Und zwar geht es um Rechtsfragen rund ums Trading. Ist ja eigentlich mal ein Thema, mit dem man sich mal eher so nicht so gerne beschäftigen möchte, sondern erst meistens, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Aber vielleicht haben wir gedacht, dass wir uns mal vorab damit beschäftigen, uns mal ein paar interessante Fälle aus der Praxis anhören. Und auch in der Facebook-Gruppe hat man immer wieder gesehen, dass es für einige auch ein Thema ist. Und in dem Zuge darf ich den Herrn Rechtsanwalt Sascha Müller begrüßen heute Abend. Herr Müller, wollen Sie sich vielleicht erstmal selber ganz kurz vorstellen für die Leute, die Sie nicht kennen? Gern. Also am Ende des Tages habe ich mich auf zwei Rechtsgebiete spezialisiert. Das eine ist Baurecht, das interessiert uns heute recht wenig. Und das andere ist eben Bank- und Kapitalmarktrecht, hier vorzüglich auf Geldanlagen und alles, was Broker betrifft, sage ich mal. Hintergrund ist einfach der, dass ich selber seit über 10 Jahren an den Finanzmärkten tätig bin. Da auch noch eine Firma habe, wo ich mit Brokern zusammenarbeite, so dass ich da eben schon hinter die Kulissen geschaut habe und natürlich auch für die Firma den rechtlichen Rahmen abstimmen musste, mit der BaFin kommunizieren musste und sonstiges, so dass es angeboten hat, eben dann auf die andere Seite zu gehen, beziehungsweise den rechtlichen Rahmen hier mit abzudecken, weil ich natürlich die Brokerseite kenne und weiß, was da teilweise für Schindluder getrieben wird und wo man drücken muss, damit es weh tut. Abstimmung der BaFin klingt kompliziert. Ich meine, Behörde, die ja zumindest dank Wirecard ja schon ein bisschen seltsamen Ruf manchmal auch hatte, ist der gerechtfertigt oder ist das zu übertrieben in Medien? Das ist jetzt sicherlich eine Frage des Betrachtungswinkels. Nichtsdestotrotz ist die BaFin jetzt nicht für ihre Schnelligkeit bekannt. Deutsche Behörde, dazu sage ich jetzt mal lieber nichts. Ja. Haben Sie auch selber schon mal getreten, also aktiv gehandelt oder wie kommt es? Oh. Ja, also ich habe mir vor über 10 Jahren habe ich mit meinem Geschäftspartner zusammen eine Firma aufgemacht, die sich auf die Erstellung von automatisierten Handelssystemen fokussiert. Da haben wir mit Future-Handel angefangen und sind dann 2019 zu Devisen übergegangen. Ja, und dann als Anwalt sieht man manche Sachen wahrscheinlich auch ein bisschen ganz anders. Was ich mich immer wieder frage, und da steigen wir schon ein bisschen ins Thema ein, auch wenn Leute, so ein Gespräch mit Leuten, wie unterscheiden Sie eigentlich, wenn jemand zu Ihnen kommt, ob der einfach nur schlecht getradet hat und jetzt sagt, ach Mensch, der Broker ist schuld, was ja eine Ausrede ist, die man gerne auch mal nutzt, oder ob da wirklich was rechtlich Relevantes dahinter ist, ob der Broker wirklich schuld ist? Ist das nicht manchmal ein bisschen schwierig? Das kristallisiert sich eigentlich recht schnell heraus, weil diejenigen, die einfach gehandelt haben und sich verzockt haben, sage ich mal, beschweren sich darüber, dass der Broker sie nicht beraten hat. Allerdings darf das der Broker ja auch nicht. Insofern ist das recht schnell ersichtlich. Interessanter wird es, wenn der Kunde erzählt, ja, der Broker hat mir geraten, das so und so zu machen und habe deswegen jetzt Geld verloren. Da sind wir dann eben in der Anlageberatung. Da muss man erstmal schauen, ob der Broker überhaupt eine Lizenz für die Anlageberatung hat. Sonst haftet er per se schon. Und wenn er eine hat, dann muss man sich das Ganze etwas detaillierter anschauen, und kommt dann gegebenenfalls zu fehlerhaften Anlageberatung. Wo sind da die Abgrenzung? Weil wenn ich mich jetzt manchmal auf Webseiten umschaue, teilweise auch auf Broker-Webseiten und sehe dann hier unsere Aktienanalyse, heute empfehlen wir Bayer, bitteschön, ist nur ein Beispiel, ist keine Empfehlung, sondern die sagen halt, ja, mit unserem Indikator oder unser Analyst hat gesagt, jetzt kauft doch Bayer. Sind wir da schon im Bereich dieser Beratung oder ist das nur ein redaktioneller Artikel? Anlageberatung zeichnet sich mitunter dadurch aus, dass sie speziell für die Situation des Kunden zugeschnitten ist, also eine öffentliche Empfehlung an eine unbestimmte Personenzahl. Wäre jetzt erstmal keine Empfehlung, zumal hier ja auch dazu kommt, dass meistens wie in Börsenbriefen dabei steht, keine Anlageberatung, sondern lediglich Musterdepot, was ihr draus macht, ist euch überlassen. Hier muss man dann eben ein bisschen abgrenzen. Fehlerhafte Anlageberatung vielleicht ein Extrembeispiel, was aber in der Realität so vorkam.
älteres Ehepaar macht ein Depot beim Broker auf, wird angerufen, ja, sie haben nur 10% Risiko, machen sie die Trades auf und dann läuft das. Wochen später kommt natürlich der nächste Anruf mit, ja, machen sie das noch auf, und irgendwann kommt der Anruf, ja, sie müssen jetzt nachlegen, sonst ist alles weg. Und dann wird das natürlich auch gemacht, und irgendwann ist dann halt ein Schaden von 25.000, 50.000, je nachdem, was auch immer. Und dann ist das Ersparte oder die Rentenvorsorge natürlich erstmal verpufft. Und hier haben wir natürlich die fehlerhafte Anlageberatung schon eingangs, weil gesagt wurde, sie haben nur 10% Risiko. Wie kann ich dann in der nächsten Woche einen Anruf bekommen mit, ich muss jetzt nachschießen, sonst ist 100% weg. Das widerspricht sie schon per se. Der Broker hat natürlich auch noch vieles andere gemacht, was nicht in Ordnung war, aber das nur als Beispiel für die fehlerhafte Anlageberatung. Wie schnell sind wir eigentlich bei sowas im Bereich Strafrecht auch? Ich habe ja extra schon mal hier mein Utensil mitgebracht. Also sprich, ist es teilweise nicht auch schon strafrechtlich relevant, wenn sowas läuft? Wenn Leute ziemlich offensichtlich gewerblich abgezockt werden da? Hier kommt es jetzt drauf an, beispielsweise wenn die Anlageberatung erbringe und gar keine Lizenz dafür habe. Ja, in Deutschland brauche ich ja eine Lizenz seitens der BaFin, der die Anlageberatung überhaupt erbringen darf. Habe ich die nicht und betreibe das Ganze gewerbsmäßig, ist das nach 54 KWG verbotene Geschäfte strafbar mit einer Strafhöhe von bis zu 5 Jahren. Also dass man da durchaus auch im strafrechtlichen Bereich unterwegs ist, sofern man eben keine Lizenz hat. Vielleicht mal für unsere Zuhörer, die nicht Jura studiert haben, ganz kurz nochmal generell diese Abgrenzung, weil es auch immer gerne durcheinander läuft, auch gerade in Facebook-Gruppen und sonst irgendwo, dieses ich zeig dich an oder ich verklag dich, dieser Unterschied zwischen Straf- und Zivilrecht. Und wie greift es ineinander und wie differenziert sich das? Genau, wie greift es ineinander, ist vielleicht noch ganz interessant. Hat man einen Straftatbestand, ist es so, dass man zivilrechtlich aufgrund dessen auch einen Schadensersatzanspruch hat, sodass die fehlerhafte Anlageberatung beispielsweise, da muss man sich den Detailtatbestand nicht mehr ansehen, wenn es sowieso nicht erbracht worden werden durfte, ist schon allein daraus ein Schadensersatzanspruch herleitbar. Und wie läuft das ab? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt bei dem Broker. Ich denke, da läuft irgendwas schief. Auf die Details kommen wir nachher noch in einzelnen Fällen. Ich muss ja irgendwie Beweise sichern. Gilt ein Screenshot oder muss ich, oder vielleicht rufe ich dann ja noch an und ich darf das Telefonat oder kann es vielleicht gar nicht aufzeichnen. Wie sichere ich solche Beweise? Was wird eigentlich anerkannt? Anerkannt wird nahezu alles, sage ich mal. Was ich nicht darf in der Theorie, wo es gegebenenfalls ein Beweisverwertungsverbot geben könnte, ist, wenn ich jetzt Telefonanrufe aufzeichne, ohne dass ich es vorher mitteile. Selbst hier können Gerichte Ausnahmen machen, aber da wird es dann kritisch, sage ich mal. Alles Weitere, Webseite, Screenshots und so weiter, ist natürlich unstreitig möglich und auch ohne Probleme zulässig. Auch WhatsApp-Chats oder ähnliches sind natürlich ohne weiteres als Beweis zugänglich. Also beispielsweise, was es auch heute noch gibt, sind diese Copy-Trader, denen man Geld gibt, das Passwort per WhatsApp oder E-Mail schickt, und die natürlich keine Lizenz für eine Finanzportfolioverwaltung haben. Und hier sind wir wieder im klassischen 54 KWG, weil ich habe keine Lizenz und damit habe ich ein verbotenes Geschäft erbracht und hafte schon allein deshalb auf den entstandenen Schaden. Hilft es dann vielleicht auch so eine Art, na, ich sage mal, Tagebuch zu führen? Also wenn ich jetzt schon so ein bisschen im Streit bin, dass ich dann aufschreibe, am 26.03. habe ich meinen Broker angerufen, hat er das und das gesagt und am 1.04. ist das und das passiert, dass man hinter so eine Nachvollziehbarkeit hat? Das ist natürlich super, vor allen Dingen, wenn es um Telefonanrufe geht, ist auch immer ein Anrufprotokoll schön. Also auf dem Handy, wenn ich da einfach einen Screenshot mache mit, ja, ich wurde angerufen beispielsweise. Die Broker sind verpflichtet, alle Gespräche aufzuzeichnen, sodass die Beweispflicht hier beim geschädigten Kunden letztendlich darauf beschränkt ist, der ihn nachweisen muss, dass tatsächlich das Telefonat stattgefunden hat. Danach ist der Broker am Zug, dass er die Aufzeichnung eben rausrücken muss. Gilt das nur in Deutschland oder gilt das auch in Europa oder viele Broker sitzen ja auch in den USA? Das gilt europaweit. Europaweit.
Und auch USA, weil USA ist natürlich Klassiker für Broker, gerade im Futures-Optionenbereich sind ja viele bei amerikanischen Brokern. In den USA weiß ich tatsächlich nicht, inwieweit die verpflichtet sind, das aufzuzeichnen. Da ist aber die Klagemöglichkeit ohnehin deutlich schwieriger, weil man dann in den USA klagen muss. Innerhalb Europas ist es da deutlich einfacher. Ist der Gerichtsstand dann der Sitz des Kunden oder des Brokers? Also ich habe ein Recht, schreibe mir einen Broker. Muss ich damit dann rechnen, dass ich immer nach Zypern fliegen muss, wenn es da zum längeren Verhandlungen kommt? Oder wie läuft das denn ganz praktisch ab? Innerhalb Europas kann man als Verbraucher am Sitz, an seinem Sitz klagen. Heißt, wenn ich in Deutschland bin und mit einem zypriotischen Broker arbeite, kann ich den zypriotischen Broker in Deutschland verklagen. Gilt das auch, wenn die, weil es ein großes Thema momentan aus steuerlichen Gründen, die berühmte Verwaltungs-GmbH, die man gegründet hat zum Traden, dass dann keine natürliche Person ist, gilt das dann auch, diese Regelung? Nee, hier gilt nur Verbraucher Mhm. mit, also das ist europäisches Deswegen. Verbraucherrecht. Sobald ich selber kein Verbraucher mehr bin, kann ich mich darauf nicht stützen. Wäre also wieder ein Nachteil dieser Vermögensverwaltenden GmbH, wenn man denn so eine hat. Das heißt, ich müsste also notfalls dann wirklich nach Zypern. Ja. Würde es auch bedeuten, dass wenn ich denn gewinne, würde ich aber zumindest diese Kosten für diese Reisen wiederbekommen, oder? Ich bin jetzt, also ich kenne die zypriotischen Gesetze jetzt nicht auswendig. In Deutschland gibt es einen Ersatz, wenn ich beispielsweise von Zypern, weil ich in Zypern lebe, nach Deutschland geladen werde als Zeuge, dann kriege ich meine Auslagen erstattet. Okay. Ich gehe erstmal davon aus, dass es in Zypern was Ähnliches geben wird, einfach weil es EU-rechtlich wahrscheinlich vorgegeben ist, aber hier das ohne Gewähr, weil ich mein Griechisch ist nicht so gut, dass ich die Da Gesetze lesen könnte. sind wir schon mal zu zweit. Ein ganz großes Thema, das immer wieder kam und das wir im Vorgespräch ja auch schon hatten, speziell einer der Teilnehmer heute hat dieses Thema aufgebracht, garantierte Stops. Betonung liegt auf garantiert. Also meistens ist ja so, man bezahlt dann eine gewisse Summe X dafür, dass der Broker diesen Stop garantiert. Wenn es funktioniert, beschwert sich keiner. Nehmen wir mal an, es funktioniert nicht. Also der Kurs bricht durch diesen Kurs durch und der Broker sagt, ja, jetzt hast du aber Pech gehabt, ne? Also garantiert war jetzt nicht gemeint, dass ich da eine Garantie, dass ich dir Ersatz gebe. Ist das einklagbar? Das ist am Ende des Tages eine Vertragsfrage. Hier muss man sich die Bedingungen eben anschauen, wie sie aussehen. Man kann es mit einer Versicherung vergleichen. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung über meinetwegen Verkehrsrecht abgeschlossen und habe jetzt einen Schadensfall am Haus und sage meine Rechtsschutzversicherung, ich habe hier einen Streitfall und die sagt, nö, weil ist kein Verkehrsrechtsfall. Bei garantierten Stopps ist es natürlich etwas enger der Bereich, also hier werde ich nicht kommen mit, keine Ahnung, mein Target wurde nicht ausgelöst. Aber genau, hier muss man, also am Ende des Tages ja, es ist einklagbar, weil es ist eben ein ganz normaler Vertrag, wie eine Versicherungsleistung auch. Ich zahle ja auch für diese Zusatzleistung. Hier muss man sich natürlich fragen, inwieweit es sich am Ende des Tages rechnet, die abzuschließen, diese Zusatzversicherung in Anführungszeichen. Was ich gesehen habe beispielsweise, ist, dass viele sagen, man muss sich sofort entscheiden, also noch bevor oder mit Übermittlung der Order, sodass man nicht sagen kann, okay, ich mache jetzt meinen Trade auf, sehe, oh, jetzt gibt es Kursturbulenzen, jetzt setze ich mal einen garantierten Stopp. Das machen viele nicht, sondern man muss eben schon bei Orderplatzierung das Ganze angeben. Aber am Ende des Tages, wenn ich so ein Produkt anbiete, muss ich natürlich auch dafür haften, wenn der Stopp eben mich was kostet und der Kunde seinen garantierten Stopp bekommt. Muss es dazu in den AGBs irgendwo stehen oder speziell in den Vertragsunterlagen oder reicht es, wenn auf der Webseite steht, hey, wir haben hier garantierte Stops? Weil sind wir ehrlich, die AGB liest, diese 300 Seiten liest meistens kein Mensch, sind wir mal ganz ehrlich. Unabhängig davon ist theoretisch alles als AGB zu klassifizieren, rein rechtlich gesehen. Da auch der Vertrag natürlich für eine unbestimmte Personenanzahl entworfen wurde, sodass auch der Vertrag selbst der AGB-Kontrolle unterliegen würde. Sodass
die Frage jetzt so einfach nicht zu beantworten ist. Hier muss man sich den Einzelfall angucken und die betroffene Klausel, die dann eben drinne steht, die es verhindern würde, dass der Broker zahlen muss. Selbst wenn die irgendeine Klausel drinne haben, die sie von der Haftung befreit, kann es natürlich sein, dass es später bei einer AGB-Kontrolle vor Gericht hinten runterfallen würde und der Broker muss trotzdem bezahlen. Ja, also klar, ich mache jetzt mal wieder ein übertriebenes Beispiel. Garantierte Stops, aber nur in den ersten 10 Sekunden der Platzierung. Schön, damit ist das Produkt vollkommen nutzlos und vollkommen unsinnig. Würde vor Gericht nicht standhalten, so eine Klausel. Ist auch eine überraschende Klausel, um ehrlich zu sein. Das müsste ich schon sehr prominent bewerben, damit die Kunden das auch mitbekommen, dass das so sein soll. So dass es dann eben auf die Klausel an sich ankommen würde. Da habe ich ein konkretes Beispiel dazu. Das hat mir tatsächlich mal jemand von einem ausländischen, also europäischen Broker erzählt. Die hatten da eine Klausel drin, wir garantieren die Stops, außer bei außergewöhnlichen Marktbedingungen. Was natürlich eine Formulierung ist wie, du hast eine Feuerversicherung, also außer es brennt. Also ich glaube, das wäre wohl so eine Klausel, wo man jetzt, wenn man es aufs deutsche Recht mal überträgt, dann sagen würde, sorry Leute, das ist Blödsinn. Ja, also genau. Erstens mal weiß man nicht, was damit gemeint ist. Sie ist zu unbestimmt, also ich kann alles drunter fassen. Und zweitens widerspricht das ja dem Sinn der Versicherung, die ist ja gerade dazu da, um genau solche Fälle abzudecken, sodass die mit ziemlicher Sicherheit vor Gericht gekippt werden würde. Aber wir haben ja gerade schon ein bisschen das Thema gehabt, dass viele Leute die Bedingungen gar nicht ganz lesen, weil sie teilweise ja auch vom Juristendeutsch sind, die, ehrlich gesagt, viele Leute keine Lust drauf haben, es vielleicht auch nicht verstehen, die einzelnen Formulierungen. Wie ist es generell, wenn ich mir jetzt einen Broker aussuche? Nehmen wir mal an, wir suchen uns irgendeinen CFD-Broker, einfach um Beispiel zu bleiben, können wahrscheinlich viele nachvollziehen. Auf was muss man denn achten auf den Webseiten? Also Impressum ist natürlich vielleicht schon mal ganz gut, dass man sieht, dass da eine Firma ist. Aber wie sieht es aus mit irgendwelchen Registriernummern, Regulierungen? Auf was würden Sie wirklich achten? Was würden Sie Leuten empfehlen? Wo muss man hinschauen? Also um jetzt Betrugsbroker abzugrenzen von realen Brokern, also Genau. ganz generell. Genau. Im Normalfall hat jeder europäische Broker, ich kenne jetzt keinen, der es nicht hat, unten im Footer, wenn man ganz runter scrollt, einerseits den Risikohinweis mit CFDs birken hohes Risiko, bla bla, okay, und darunter steht noch, wir sind reguliert oder Webseite ist eine Marke des Unternehmens X und X ist reguliert bei der SISEC in Zypern beispielsweise unter der Lizenznummer 210 aus 14 meinetwegen. Und dann kann man natürlich noch den Gegencheck machen, wenn man einfach nach SISEC googelt, kommt man auf die Seite der SISEC, ist dann in Englisch, also man muss jetzt kein Griechisch können. Oben rechts ist ein Suchfeld und da kann man die Webseite beispielsweise einfach eintragen. Man muss nicht mal die Nummer nehmen, sondern einfach den Webseitennamen. Und dann kriegt man im Idealfall einen Treffer zu der Firma, die auf der Webseite angegeben wurde, die registrierten Domains, die sie benutzen darf und was der Broker alles darf. Beispielsweise, was jeder erstmal darf, ist der Handel selber, also Execution on behalf of a client. Dann kann er natürlich noch Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, Eigenhandel ist oft mit dabei. Also da gibt es eine Palette, die eben angegeben ist, was er darf. Wenn da aber natürlich kein Treffer kommt, ist es in großer Wahrscheinlichkeit ein Betrugsfall, weil sie nicht bei der SISEC gelistet sind, obwohl sie sagen, sie sind da gelistet. Die meisten Betrugsseiten geben unten aber gar keine Regulierung an. Das trauen sich die meisten dann doch nicht. Oder sie haben sich eine eigene ausgedacht im Sinne von, wir sind reguliert bei der internationalen Finanzaufsichtsbehörde, bla blub. Gab es auch schon, haben sogar eine eigene Webseite für ihre Finanzaufsicht erstellt. Hat natürlich alles gepasst. Das Problem ist nur, es gibt keine internationale Finanzaufsicht, sondern jedes Land hat seine eigene Behörde. Was man auch ein gutes Beispiel auch häufig hört, BaFin ist doch viel besser als SISEC.
oder in diversen Kombinationen. Unterscheiden sich diese ganzen europäischen nationalen Regulierungsbehörden wirklich dramatisch, dass man sagen kann, Mensch, also wenn die jetzt da registriert ist, dann lass mal lieber. Ja und nein. Also in der Theorie ist der Rechtsrahmen, in dem sich ein europäischer Broker bewegt, sehr einheitlich, weil das alles mit der Richtlinie MiFID II vereinheitlicht wurde. Das ist so das Minimum, was jeder europäische Staat an Rechtssicherheit bieten muss. Man kann darüber hinausgehen, muss es aber nicht. Deutschland ist in mancher Hinsicht sicherlich etwas strenger, aber MiFID II bietet schon einen sehr guten Schutz, sodass das im Normalfall ausreicht. Was richtig ist, ist, dass die SISEC auf Beschwerden von Privatpersonen nicht reagiert. Hier ist es so, dass man eine Beschwerde bei der BaFin einreichen muss und die tritt dann die SISEC ein bisschen in den Hintern und dann marschiert die aber auch sehr schnell los. Es ist manchmal auch erstaunlich, was man so liest. Also wir hatten tatsächlich mal in der Gruppe jemand, der sich beim afrikanischen Broker mit dem Sitz in, ich weiß nicht wo, irgendwo in einem afrikanischen Land, da wohl ein bisschen quergelegt hat und dann wirklich dachte, er kann dann sein Geld wieder einklagen. Also ich weiß nicht, ob Ihnen solche Fälle auch schon mal untergekommen sind, aber ich kann davor eigentlich immer nur warnen, sowas zu machen. Natürlich waren das ganz tolle Hebel, die man da bekommen hat und ein tolles Paket am Anfang von Büchern und Videos und hast du nicht gesehen. Aber vielleicht ein bisschen mehr Misstrauen wäre da auch angesagt. Müssen Sie Ihren Kunden oder Ihren Klienten manchmal auch sagen, sorry Junge, also da hast du jetzt echt Pech gehabt, weil diese Firma in Afrika zu verklagen, um im Beispiel zu bleiben, kann man vergessen oder zumindest das Geld auch wieder zu bekommen, kann man dann vergessen. Das ist natürlich häufig bei Betrugsfällen vor allen Dingen so. Also vielleicht kurz mal angerissen, wie sich so ein Betrugsfall darstellt. Die Betrüger machen eine Webseite, geben sich als Online-Broker aus und da gibt es entweder ein Impressum oder auch nicht. Die Adresse ist meist ausgedacht, Regulierung steht meist nicht mit dabei. Unabhängig davon fängt man meistens mit kleinem Geld an, sagen wir 250 Euro. Nach einer Woche oder zwei kommt dann der Anruf im Sinne von, ja, wir haben Ihr Geld jetzt verdoppelt, wollen Sie nicht nachlegen? Oder wir haben hier jetzt ein interessantes Projekt, da können Sie einsteigen, zahlen Sie 5.000 in einem Monat, kriegen Sie garantiert 100% mehr, also 10.000 zurück. Und das Spiel geht eben eine Weile lang, so lange, bis sie genügend Geld eingesammelt haben oder der Kunde kein Geld mehr hat. Und irgendwann geht es dann um die Auszahlung. Hier wird dann als erstes gesagt, ja, Sie müssen noch Steuern zahlen. Dann gibt es Transaktionsgebühren. Teilweise gibt es auch sogenannte Liquiditätsnachweise, dass man erst Geld einzahlen muss, um zu beweisen, man sei liquide, damit man Geld erhalten dürfe, wie auch immer. Teils gab es sogar Spiegeltransaktionen, dass man den kompletten Betrag, den man ausgezahlt haben möchte, zunächst einzahlen müsste. Alternativ gibt es natürlich auch Performance-Fees, angebliche, und da jeden Tag dann neue Gewinne erwirtschaftet werden, kann man, wird jeden Tag eine neue Performance-Fee fällig, sodass man nicht auszahlen kann, weil immer eine offene Forderung im Wege steht. Sobald es da nicht mehr klappt oder der Kunde misstrauisch wird, geben sich die Betrüger als Drittfirma oder als Mitarbeiter einer Drittfirma aus, entweder einer Bank oder der Blockchain, um zu versichern, dass das alles korrekt sei und sie nur noch einzahlen müssten, um ihr Geld zu erhalten. Und wenn auch das nicht mehr funktioniert, geben sich die Betrüger als Mitarbeiter einer Finanzaufsichtsbehörde aus. Beliebt ist hier die FCA aus England. Und damals haben sie immer behauptet, wir haben ihr Geld gefunden, gegen eine Gebühr erstatten wir es ihnen zurück. Heutzutage behaupten sie, sie hätten einen Anwalt, der für die FCA arbeitet und das Geld zurückholen kann, natürlich kostenpflichtig. Autsch, Autsch. Wie häufig sind solche Fälle bei Ihnen in der Praxis, für rein aus Neugier, ohne jetzt natürlich nach konkreten Zahlen zu fragen, aber ist das eine Sache, wo Sie ständig mit zu tun haben? Solche Betrugsanfragen kommen durchaus häufiger vor. Hier kann man eben dem Geld folgen, sage ich mal. Wenn das Geld jetzt per Banküberweisung überwiesen wurde, kann man natürlich bei der Empfängerbank anfragen, wer ist denn der Kontoinhaber bei euch, sodass man schon mal einen Namen hat, mit dem man verklagen könnte.
Bei Kryptowährungen läuft es ähnlich. Da gibt es eine spezielle Software, um Kryptozahlungsverläufe nachvollziehen zu können. Hier ist der einzige Unterschied, dass man zwar jede Wallet sieht, auf die es mal transferiert wurde, aber das sagt mir noch nicht den Inhaber. Hier muss ich viel mehr warten, bis die Betrüger das Geld an der Börse auszahlen, um dann bei der Börse anfragen zu können, wer ist denn euer Geschäftspartner hier? Wer hat das Geld letztendlich Ja. erhalten? Aber vielleicht mal nicht. Ich würde kurz mal eine kurze Nachricht auch geben. Für die Leute, die zuschauen, ihr könnt gerne im Chat eure Fragen stellen. Zum Beispiel Christian Becker hat gefragt an den Herrn Müller, welcher war Ihr höchster Schaden, den Sie vertreten haben? 1,4 Millionen. Das lohnt sich dann schon. Was ich gerade noch fragen wollte, es gibt ja diesen Unterschied, je nachdem, welches Instrument man handelt. Also nehmen wir an, ich handle Futures, da wird es ja vom Broker durchgeleitet, eine Future-Börse, er vermittelt im wahrsten Sinne des Wortes ein Broker. CFDs sind ja eigentlich diese Contracts for Difference, sind ja ein Vertrag mit dem Broker erstmal. Also ich handle ja nicht an der Börse, sondern der Broker, wie auch immer er das hedgt, mit dem habe ich ja den Vertrag. Aus rechtlicher Sicht, was macht das für einen Unterschied? Für den Kunden erstmal keinen allzu großen. Hier geht es lediglich um Regularien, sage ich mal. Bei der Börse habe ich, ist ja alles reguliert. Ich habe mein Orderbuch, kann alles nachvollziehen, brauche immer einen Käufer und einen Verkäufer. Bei CFDs ist es letztendlich genauso, ist aber ein unregulierter Markt im Sinne von, der Broker stellt ja den Preis. Das hat mehr interne und regulatorische Hintergründe, die dann da reinspielen. Für den Kunden selbst ist es erstmal dasselbe. Es wird erst zum Problem, wenn ich irgendwie eine Abweichung habe, wenn ich hier einen CFD für einen DAX habe. Mein Future DAX liegt bei meinetwegen 15.000 Punkten, bewegt sich 5 Punkte und mein CFD, der das 1:1 spiegeln soll, bewegt sich in derselben Zeit um 10 Punkte. Da muss ich mich fragen, was da passiert. Hier ist die Beweislast natürlich schwierig zu erfüllen. Hier müsste ich dann ein Video aufnehmen, beispielsweise vom Future DAX und gleichzeitig vom Broker Chart, der mir zur Verfügung gestellt wird, um dann darzulegen, dass hier was nicht ganz korrekt ist, weil beispielsweise mein Stopp 10 Punkte war und auf einmal wurde der Kurs nach unten gezogen, damit ich ausgestoppt bin. In Wahrheit ist das Ding aber nie 10 Punkte gefallen. Habe ich denn überhaupt einen Anspruch darauf, dass sich das Ding 1:1 bewegt? Also, auch wenn das jetzt nirgends steht, ich gehe natürlich davon aus, DAX und CFD-DAX bewegen sich 1:1. Wenn es das nicht tut, das sind aber Hauskurse des Brokers, kann der dann kommen und sagen, ja, ich habe dir doch nie gesagt, dass sich das 1:1 bewegt. Wir stellen halt Kurse. Ja und nein, also es kann hier mal geringfügige Abweichungen geben. Es kann auch mal eine Zeitverzögerung geben von einer Sekunde oder zwei, alles im Rahmen, alles kein Thema. Aber ich kann mir den Kurs natürlich nicht basteln, wie ich ihn gerade brauche. Da kommen wir dann nicht mehr zusammen, ja. Okay, das heißt, es wäre dann also auch einklagbar, bleiben wir in Ihrem Beispiel, auf einmal ist da ein Spike drin, den es nicht wirklich gegeben hat, die ganzen Stops werden geholt, ich verliere viel Geld und sage dann, hey, Moment mal, der Kurs war doch eigentlich gar nicht da. Das Tief war eigentlich bei 15.000, ihr wart bei, keine Ahnung, 14.59. Kann man da was machen? Ja klar, wie gesagt, hier ist das große Problem, erstmal, dass man es bewiesen bekommt, weil in solch Fällen bereinigen die Broker auch gerne ihre Charts, sage ich mal, sodass es am nächsten Tag diesen Spike nicht mehr gab. Hier muss man jetzt auch noch schauen in der Hinsicht, der Broker-Chart kann sich beispielsweise auch weniger stark bewegt haben. Das vornehmlich beispielsweise bei sehr volatilen Phasen. Das System des Brokers fragt ja, hat ja selber eine Schnittstelle und muss gucken, muss ich immer den Kurs ziehen, um es dann intern anzupassen. Wenn jetzt die
Kursbewegung insgesamt meinetwegen eine Millisekunde oder 5 Millisekunden, 5 Punkte nach unten, 5 Punkte nach oben. Kann es sein, dass der CFD-Broker das gar nicht mitbekommt, weil das System gar nicht abgefragt hat in der Zeit. Hat man nicht ab und zu da auch so ein bisschen Ping-Pong-Spiel, dass dann der Broker sagt, ja Mensch, das ist doch dein Rechner, da dein Metatrader, der da läuft und da wo dein Stop war. Also sprich schon mal deine Internetverbindung, deinen Computer und sonst irgendwas an, dass man so ein bisschen Fingerpointing hat auch hat, dass das hin und her läuft. In dem Fall stelle ich es mir schwierig vor, weil sehr, am Ende ist der Kurs, der gestellt wurde. Ich wüsste jetzt nicht, was das mit der Internetverbindung zu tun haben soll. Nichtsdestotrotz ist natürlich alles möglich, dass der Broker erstmal alles von sich weist. Ja, Wie wenn würden sowas vor Gericht ablaufen? Jetzt mal ganz praktisch. Also bleiben wir mal so ein Beispiel. Wir haben da eine andere Kursstellung. Die Sache geht dann wirklich irgendwo vor Gericht. Müssen dann irgendwie teure Gutachter ran, weil ich gehe mal davon aus, dass der Richter, der da sitzt, jetzt nicht unbedingt der Experte ist für Internet-Broker-Schnittstellen. Wie läuft sowas ganz praktisch? Es ist jetzt die Frage, inwieweit es für den Richter nachvollziehbar ist oder nicht. Wenn man ihm jetzt ein Video beispielsweise zeigt, im Sinne von hier hat sich der Kurs bewegt, hier nicht, oder auch hier hat er sich nicht bewegt und beim Broker hat er sich bewegt, dann kann der Richter selber sehen und sagen, ja Leute, dann erklärt mal. Wenn es jetzt natürlich sehr technisch oder sehr finanzlastig wird, wo es hier nur darum geht, okay, das Ding ging 0,5 Pips weiter oder sowas und nicht 10 Punkte, sodass die Abweichung sehr gering ist, da ist es dann schon gut möglich, dass ein Gutachter rauskommt und sagen muss, was wäre jetzt, wie ist es üblich und überhaupt, ja. Klingt teuer. Sie haben vorhin schon ein bisschen das Thema angesprochen, Betrug. Und wenn ich mal vielleicht ein bisschen das Thema überleiten sollte von Brokern zu dem großen Thema 2023, war ja Prop Trading. Da gab es ja diese eine schöne Firma, die sich vor ein paar Wochen und Monaten da auf den Rücken gelegt hat, die gar nicht wirklich getradet haben, sondern das Geld hin und her geschoben haben, also ein Pyramidensystem, eigentlich die Einzahlungen immer von den jetzigen Kunden genommen haben, wieder an den nächsten ausgezahlt, so teilweise und solche Tricks und Mauscheleien. Also Prop Trading ist ja ein Riesenthema und was man da immer wieder hört. Und da würde ich es wirklich bitten, uns da mal rechtlich ein bisschen aufzuklären, das Thema Demokonten. Also da kommen ja die Leute und sagen, Mensch, warum trade ich da eigentlich nur ein Demokonto und der kopiert dann die Trades? Das ist doch Blödsinn. Ich will echte Konten traden. Vielleicht kurz noch für die Zuhörer, die noch nicht wissen, was es ist. Prop Trading ist ja der Gedanke, dass ich ein guter Trader bin, ich durchlaufe eine Prüfung und eine Firma gibt mir dann Geld, damit ich für sie trade. Und dann gibt es eben ein Agreement und das heißt, du kriegst so und so viel Prozent, wir behalten so und so viel Prozent. So, und das wird auf Demokonten gemacht. Und da gibt es einen rechtlichen Grund dafür, habe ich gelernt. Ja, der Hintergrund ist der, wie eingangs schon erwähnt, brauche ich in Deutschland für alles eine Lizenz. Hier sind wir in der Finanzportfolioverwaltung, wenn es eben ein fremdes Konto ist, sofern ich ein Konto auf meinen eigenen Namen kriegen würde, mit Fremdkapital bin ich im sogenannten Eigenhandel unterwegs. Für beides brauche ich eben eine Lizenz seitens der BaFin, damit ich das überhaupt tun dürfte. Da wir hier jetzt auch nicht mehr drüber sprechen, ich mache das für einen Bekannten oder Freund, sondern geschäftlich ist auch unstreitig, dass ich dafür die Lizenz eben dann benötige. Und würde die Prop Trading Firma jetzt ein Live-Konto zur Verfügung stellen, wäre das große Problem, dass eben eine Lizenz notwendig wäre. Sonst würde ich eben immer ein verbotenes Geschäft tätigen und wäre damit natürlich auch voll haftbar. Im Zweifel natürlich die Prop-Trading-Firma selbst erst recht, weil die ist ja diejenige, die die Kundengelder annimmt und verwaltet. Hier ist noch die Frage, ob es da wirklich Kundengelder gibt bei manchen, aber Prop-Trading ist so eine Sache. Hier muss man gegebenenfalls auch in die Bilanzen schauen. Dann nimmt man die 20 Euro in die Hand, um sich in die Bilanz zu kaufen, um zu schauen, wie macht dieses Unternehmen eigentlich seine Gewinne? Macht es die Umsätze nur aus dem Verkauf der Challenges oder machen sie eher ihren Umsatz mit Gewinnbeteiligung? Wenn da überhaupt keine Gewinnbeteiligung auftaucht, wäre ich sehr vorsichtig. Und wenn da 10% Gewinnbeteiligung, 90% aus den Challenges steht, dann wäre ich auch eher
geneigt, vielleicht da keine zu machen. Praktischer Tipp, wo können unsere Zuhörer so eine Bilanz kaufen? Gibt es da irgendeine Seite, wo Sie sagen würden, haben Sie gerade Zufall? Also North Data bietet das, glaube ich, an, Company House. Also da gibt es diverse Okay. Seiten. Wenn man einfach die Firma googelt, dann kommt man im Normalfall, wenn man die Rechtsbezeichnung noch hinten dran setzt, eigentlich immer zu so einer Seite auch. Wo lauert denn da die weiteren Gefahren beim Prop-Trading? Was ich schon mal gehört habe, ist tatsächlich ein konkreter Fall. Jemand, der das so erzählt hat, der hat sich mit seiner Prop-Trading-Firma überworfen. War auf einmal tierisch sauer, die verstehen sich halt nicht. Und dann hat er absichtlich schlecht getradet. Damit holt er dem wirklich eine rein. Es wird ja nur kopiert von Demokonten, wie wir gerade gelernt haben. Also von daher macht der das ja nicht direkt. Aber kann der nicht trotzdem irgendwie wieder haftbar sein, wenn er absichtlich da irgendeinen Unsinn macht? Oder. Absicht ist natürlich immer etwas schwierig. Wenn ich vorsätzlich jemanden schade, dann habe ich natürlich hier die Haftungsgrundlage geboten, sage ich mal. Da wird man dann im Zweifel nicht ganz so einfach rauskommen. Selbst wenn man sagt, dass hier lediglich ein Börsenbrief vereinbart war, in Anführungszeichen, also ein Musterdepot. Ich habe mein Demokonto, das ist mein Musterdepot. Was der andere draus macht, ist ja ihm überlassen. Wenn ich absichtlich mein Musterdepot schlecht verwalte, kann sich da natürlich trotzdem gegebenenfalls eine Haftungsfrage ergeben, sehe ich aber sehr schwierig im Nachweis. Was ich mich immer ein bisschen frage bei sowas. Dieses Konstrukt ist ja ganz klar darauf ausgelegt, diese Lizenz zu umgehen. Also es ist ja wirklich einfach nur dafür gemacht mit diesen Demokonten und wir kopieren das. Ist es nicht so, dass da die Regulierungsbehörden auch drauf gucken und irgendwann mal vielleicht mal sagen könnten, hört mal Leute, so geht das nicht, weil ihr umgeht ja absichtlich unsere Regelung damit? Dann müsste man aber jeden Börsenbrief verbieten, wenn man so wollte. Oh. So weit würde es nicht gehen, aber ja, also das ist, sage ich mal, es wird geduldet. Ich bin auch gespannt, wie lange noch. Sie haben aber ganz vorhin was Interessantes eingebaut in Ihre Antwort, und zwar das Thema Freunde und Bekannte. Also Prop Trading Light, wie man es nennt. Also meine Cousine kommt jetzt an und sagt, Mensch, du bist doch ein super Trader. Und mein Freund will auch noch bei dir traden. Hier hast du mal 5.000 Euro. Wenn es gut geht, beschwert sich normalerweise keiner. Nehmen wir mal an, es geht ganz furchtbar schief. Also der Trader versemmelt das alles und dann sagt der andere, ja, Moment mal, das Geld will ich von dir aber wieder. Du hast schlecht getradet. Ja, hier muss man schauen. Erstens mal wurde eine Vergütung vereinbart. Das ist ein bisschen zweitrangig, aber nichtsdestotrotz, umso weiter der Kreis läuft. Habe ich jetzt Familie, da wird noch sehr schnell, sage ich mal, bejaht werden, dass es hier lediglich ein Freundschaftsdienst war und jetzt nicht geschäftlich betrieben wird. Nehme ich jetzt noch enge Freunde dazu, oder einen engen Freund, dann wird da auch noch niemand nachkrähen. Wenn ich auf einmal 100 Freunde habe, die mir Geld in die Hand drücken, dann wird es irgendwann trotzdem geschäftlich. Also dass man hier gucken muss, das ist ein enger Rahmen, sage ich mal. Den sollte man jetzt nicht zu sehr ausreizen. Erst recht, wenn es dann darum geht, ja, ich mache das für die Cousine, ist schon Verwandtschaftsgrad eher weniger, aber geht meinetwegen noch, wenn dann noch ein Bekannter dazukommt von der Cousine und dann noch ein Bekannter von den Bekannten, dann wird es halt irgendwann nicht mehr, das ist ein Freundschaftsdienst, die kenne ich, sondern wieder geschäftlich draus. Gilt es auch für solche Clubs? Weil es gibt ja tatsächlich das Konstrukt, dass sich da 10 Leute zusammenschließen, sich Club nennen und der eine ist sozusagen der Chef von diesem Club, leitet das und investiert das Geld, was ja im Prinzip eigentlich das Konstrukt ist, dass er fremdes Geld annimmt. Jein. Hier ist es am Ende des Tages so, dass diejenigen sich zu einer GbR zusammengeschlossen haben und sich darüber einig sind, dass es dann eben gehandelt wird. Hier wird ja auch keine Vergütung für den, in Anführungszeichen, Chef dieses Clubs dann
fällig, sondern vielmehr ist er sein Eigenkapital mit im Boot, sage ich mal. Und es geht rein darum, das gesammelte Vermögen zu vermehren und dann eben gleichmäßig wieder aufzuteilen, die Verluste wie auch die Gewinne. Kommen diese Probleme auch, wenn ich statt dieses Geld zu traden, bleiben wir mal bei der Cousine und ihrem Freund und dem Friseur, wenn ich denen per E-Mail bloß meine ganz tollen Signale schicke und sage, hey, die handelst du jetzt nach, also sprich, ich handle es nicht direkt, sondern sag denen, mach das so. Ist das ein Unterschied? Das ist definitiv ein Unterschied. Hier kommt es eben darauf an, wie ich das konkret ausgestalte. Hier sind wir eben im Bereich Börsenbrief, Musterdepot. Wenn ich sage, das handle ich jetzt gerade. Was die draus machen, ist mir egal. Ja, wenn ich natürlich da reinschreibe, ich habe einen geilen Tipp für dich, kaufe jetzt die und die Aktie zu dem und dem Kurs, mit dem und dem Target, dem und dem Stopp. Da sind wir hier eher in der Anlageberatung. Also es ist ein schmaler Grat, wie ich das dann tatsächlich ausgestalte, in welchem Bereich ich dann lande. Da kommt es wirklich stark aufs Detail an. Empfiehlt sich dann überhaupt, also wenn man jetzt mal wirklich immer so, weil so ein Konstrukt scheint relativ häufig zu sein bei Leuten, in der Familie da, auch wenn es in der Familie ist, trotzdem was schriftlich niederzulegen, ist das empfehlenswert oder soll man lieber ganz die Finger davon lassen, so aus Ihrer Erfahrung? Was schriftlich ist, kann sogar negativ sein. Vor dem Hintergrund, dass es natürlich so ist, bei einer reinen freundschaftlichen Dienstleistung habe ich seltenst einen Vertrag. Ja, natürlich, ich kann auch einen Vertrag schließen und es kann immer noch als Freundschaftsdienst, aber dann mit Schutzpflichten in jedem Fall schon ausgelöst gelten. Also da komme ich dann eben schnell in den Bereich rein. So freundschaftlich ist das gar nicht mehr. Ob wenn regelmäßig was gezahlt wird, wahrscheinlich. So, bevor wir zum nächsten Themenblock kommen, ich sehe es ein paar Fragen da. Benjamin, hast du schon auch irgendwelche Fragen bekommen oder? Ja, durchaus. Einmal habe ich da von MMS, einmal muss der Broker mir bei jedem telefonischen Gespräch mitteilen, dass das Gespräch aufgezeichnet wird. Wäre zwar nett, aber im Normalfall passiert das, glaube ich, nicht. Die Aufzeichnung ist tatsächlich durch die Regulierung vorgegeben, so dass die da auch gar keinen Fall, also gar keinen Spielraum haben, dass es nicht aufgezeichnet wird. Kann auch sein, dass sie es nicht aufzeichnen, weil sie es im Zweifel auch gar nicht haben wollen. Nichtsdestotrotz wären sie verpflichtet, es aufzuzeichnen. Alles klar. Und dann einmal nochmal von dem Christian Becker. Kam es bei Ihnen häufig in der Praxis vor, dass ein CFD-Broker falsche Preise gestellt hat? Das habe ich eher weniger, um ehrlich zu sein. Ich hatte mal eine Anfrage dahingehend, habe dann mit einem anderen Tool auf dem Future DAX das Ganze nachempfunden, musste dem Kunden aber mitteilen, dass ich da keine Abweichung sehe. Hier ist noch das Problem. Macht man sich drei Charts auf, wird man gegebenenfalls sogar drei verschiedene Ergebnisse haben. Erst recht in volatilen Marktphasen sind die Datenanbieter teils überfordert, sodass es hier regelmäßig mal zu kleineren Abweichungen kommen kann. Das ist ein Thema, wo ich aber seltenst kontaktiert werde zu, da die Streitwerte hier auch meist nicht die Masse ausmachen, weil es dann eine Abweichung von einem Pip oder zwei ist, wo es jetzt nicht, ja, also wegen 20 Euro ruft mich keiner an. Kann man gut vorstellen. Falls noch Fragen bestehen, immer gerne in den Chat schreiben. Aber Sie haben da gerade was angesprochen, Überlastung des Brokers. Was ist denn, wenn so eine Brokerplattform, das war während des Corona-Crashs ein bisschen so das Thema, auf einmal ein paar Stunden nicht erreichbar ist? Und natürlich meistens dann, wenn ich irgendwas verkaufen will, schnell. Und dann kann ich sagen, also entweder entgangener Gewinn oder Verlust, wenn wir da vielleicht nochmal ein bisschen drauf schauen könnten. Also kann ich wirklich sagen, lieber Broker, deine Plattform war 3 Stunden nicht erreichbar? Ja, hier gibt es tatsächlich was in der Hinsicht. Einerseits ist fraglich, womit der Broker
wirbt, also wenn er hier mit sekundenschneller Ausführung wirbt und die Plattform ist stundenlang offline, dann kann ich effektiv keine sekundenschnelle Ausführung erwarten. Da gibt es auch Urteile zu, sodass der Broker haftet, wenn hier eine stundenlange Verzögerung vorliegt. Selbst wenn jetzt der Drittanbieter, also der Broker ist nun White Label meinetwegen und die dahinter liegende, nee, dahinter, ja, das dahinter liegende Unternehmen hat Probleme, sodass das White Label Unternehmen effektiv keine Chance hätte, haftet das White Label trotzdem, weil er natürlich für seine Erfüllungsgehilfen einzustehen hat. Einzige Ausnahme, beziehungsweise hier muss man dann schauen, inwieweit es einen Anspruch gäbe, wenn jetzt der Market Maker selber keinen Preis stellt. Muss man schauen, inwieweit der Market Maker verpflichtet wäre, einen Preis zu stellen. Falls er verpflichtet ist, ist natürlich wieder ein Schadensersatzanspruch möglich. Wenn er effektiv nicht verpflichtet ist, weil der Handel beispielsweise eingestellt wurde vorübergehend, dann gibt es natürlich auch keinen Schadensersatzanspruch. Die Schwierigkeit bei solch Fällen ist zu beweisen. Hier ist wieder die Sache Video, Fotos, Screenshots, Zeugen beiziehen. Sagt der Nachbar, hey, komm mal kurz rüber, bestätigen mir, dass ich nicht handeln kann. Dann ruft man den Zeugen vor Gericht, damit man es bewiesen bekommt. Geht es eigentlich immer bloß um einen entstandenen Schaden? Also bleiben wir bei diesem Ausfall der Plattform. Da könnte ich sagen, ja, ich hätte ja am 17 Uhr genau am Tiefpunkt das und das gemacht. Also dann ist ja immer dieser Unterschied zwischen, ist es ein Schaden entstanden oder mir ist ein Gewinn entgangen? Wie berechnet man da die Schadenhöhe eigentlich genau? Das stelle ich mir echt schwierig vor. Das ist richtig. Wenn das Geschäft einfach verspätet eingegangen wurde, ist der Schaden noch relativ einfach zu beziffern, weil er trotzdem eingegangen wurde, lediglich dann eben zum späteren Zeitpunkt wurde die Verkaufsorder beispielsweise, also wenn man schon im Markt ist und raus wollte und diese nicht ausgeführt wurde, ist der Schaden auch noch einfach zu beziffern. Wenn es natürlich jetzt um den rein fiktiven Fall geht, im Sinne von, ich hätte jetzt gekauft und später verkauft und hätte Gewinn gemacht, da wird es schon ein bisschen kritischer. Hier wird dann teilweise gesagt, okay, wir nehmen an, Sie hätten die Order da und da gekauft und für den Ausstieg nehmen wir den letzten Tag der mündlichen Verhandlung. Ist natürlich ein langer Zeitraum, da hat man das Ding gegebenenfalls ein Jahr gehalten. Kann gut sein, kann auch schlecht sein. Also der letzte Fall ist noch sehr tricky, inwieweit man das durchbekommt. Da sind die Beweishürden am höchsten. Da stellt man gerade vor. Aber vielleicht mal für die Leute, die noch relativ wenig mit Anwälten und mit Recht zu tun haben, wie läuft das ganz praktisch ab? Also ich als Trader denke jetzt, da ist irgendwas schiefgelaufen, will meinen Broker verklagen, bin so richtig wütend. Ich rufe bei Ihnen an. Wie läuft das denn ganz praktisch ab? So über Vorgespräch, vielleicht dann Bewertung des Falles, wo entstehen die Kosten? Einfach mal so. Ja, ganz praktisch. Vielleicht erstmal kurz vorwegnehmend, was die typischen Fälle sind, wo man einen Schadensersatzanspruch hätte gegenüber dem Broker. Also die ganz klassischen Fälle sind fehlerhafte Anlageberatung. Mein Broker ruft mich an und empfiehlt mir, irgendwas zu tun. Zweite ist fehlerhafte Anlageverwaltung, heißt, ich habe meinem Broker Geld gegeben und danach ist nichts mehr da. Und das dritte ist fehlerhafte Klassifizierung zum Professional Client, bedeutet, innerhalb der EU ist es so, dass ich nun einen Hebel von 1 zu 30 bekomme. Als Privatperson, auch als Firma, kriege ich nun einen Hebel von 1 zu 30, außer ich erfülle 2 von 3 Voraussetzungen, um als Professional Client geführt zu werden. Dann, nur dann darf ich einen hohen Hebel erhalten. Die 3 Voraussetzungen sind nennenswerte Handelserfahrung. Das ist noch das, was die meisten hinbekommen. Das ist noch recht einfach. Das zweite ist Barvermögen von 500.000 oder mehr. Und das dritte ist einjährige Berufserfahrung im Finanzsektor. Also wenn ich bei einer Bank arbeite oder sowas, dann kann ich mir auch einen Professional-Client-Status holen.
Ansonsten läuft es eben so ab, dass man entweder eine E-Mail, das Kontaktformular oder eben zum Hörer greift, seinen Fall einmal schildert. Hier fallen auch jedenfalls bei mir keine Kosten an. Die Ersteinschätzung mache ich kostenfrei in solch Fällen und dann schauen wir eben, ob es ein Fall ist, der sich lohnt oder ob es ein Fall ist, der sich eben nicht lohnt. So dass man auch, weil das Problem ist, viele Kunden kriegen es ja gar nicht mit. Ja, mein Broker ruft mich mal an, schön und gut, ich habe selber gehandelt, ob er jetzt was damit zu tun hat oder nicht. Doof, wenn ihr dann euer Geld in die Hand nehmen muss, weil selber beurteilen ist meist schwierig. Zumal hier noch teilweise Eigenhandel dazu kommt, wenn sich der Broker auf der anderen Seite positioniert und an den Kundenverlusten partizipiert. Und auf der anderen Seite Anlageberatung erbringt, da kann die Anlageberatung noch so toll gewesen sein und objektiv. Wenn ich auf der anderen Seite an den Kundenverlusten partizipiere, habe ich einen Interessenskonflikt und bin auch wieder in der Haftung, was man aber nicht sehen kann. Ja. Das kriegt man dann nur später raus, wenn man tatsächlich die Unterlagen anfordert, die im Zweifel auch niemals bei mir landen werden. Aber dann vergleicht sich der Broker zumindest. Also das ist am Ende des Tages so, ist, der Fall wird geschildert, wir sprechen drüber, schauen, wie die Erfolgsaussichten sind. Ist es jetzt ein EU-regulierter Broker und wir haben tatsächlich einen Anhaltspunkt, biete ich auch oftmals Erfolgshonorare an, sodass man gar nicht in Vorleistung treten muss, sondern erst wenn wir dann tatsächlich Geld vom Broker erhalten, wird dann eben meine Vergütung fällig. Das ist so der Hauptfall bei Brokerfällen. Die meisten sind ganz glücklich damit. Und ansonsten, was natürlich immer geht, ist auch eine Honorarvergütung. Aber vor dem Hintergrund des erfolgsunabhängigen Risikos nehmen die meisten das Erfolgshonorar sehr gerne. Wo ist denn mein Risiko, wenn es vor Gericht geht? Also wir haben vorhin das Beispiel gehabt, dass da vielleicht ein Gutachter notwendig ist, dass da vielleicht irgendwelche Reisekosten für irgendwelche Zeugen drin sind. Habe ich dann ein großes Risiko, wenn ich sage, Mensch, da muss ich alles erstmal finanzieren, wenn ich verlieren sollte vielleicht auch mal? Das ist eine gute Frage. Das Erfolgshonorar bezieht sich natürlich erstmal nur auf meine Kosten, nicht auf mögliche Gerichtskosten. Hier kann ich natürlich auch immer schauen, inwieweit man noch einen Prozesskostenfinanzierer mit ins Boot holen kann, damit auch diese Kosten nicht mehr ins Risiko fallen. Ansonsten sind die Gerichtskosten und möglichen Ansprüche der Gegenseite, also in Deutschland ist es ja so, der Verlierer muss auch die gegnerischen Anwaltskosten bezahlen. Das richtet sich nach dem Streitwert, heißt, bei 10.000 Euro ist, glaube ich, das Prozesskostenrisiko um die 3.000, müsste ich jetzt nachschauen, und das stachelt sich eben nach oben. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich nur ein einziges Mal tatsächlich vor Gericht gehen musste, und selbst da konnte ich direkt die Klage zurückziehen. Da die Broker in aller Regel, zugegeben, würde ich direkt klagen, wären wir öfter vor Gericht, aber ich mache immer die Aufsichtsbeschwerde zuvor und die Broker fürchten die Regulierer deutlich mehr als die Klage. Wird sowas eigentlich von der privaten Rechtsschutzversicherung bezahlt? Verzeihung. Das ist pauschal nicht beantwortbar. Okay. Viele lehnen es ab. Also sehr viele sagen bei Geldgeschäften sofort nein. Es gibt aber auch ein paar, die es übernehmen, ja. Okay. Das heißt, man muss also einfach mal nachfragen oder wenn man neu abschließt, vorher sich informieren. Genau. Also hier ist es regelmäßig so, dass ich dann eben eine Deckungsanfrage stelle und dann erhalte ich die Rückmeldung, inwieweit die Rechtsschutzversicherung hier was bezahlen möchte oder eben nicht. Hier ist es eben auch wieder so, dass die Rechtsschutzversicherung aber nur den gesetzlichen Teil bezahlt, heißt Streitwert abhängig. Würde ich jetzt übertrieben gesprochen wegen 500 Euro streiten, würde die Rechtsschutzversicherung für den Anwalt außergerichtlich 60 Euro bezahlen. Das ist jetzt nicht unbedingt kostendeckend. Dafür wird gegebenenfalls keiner jetzt wirklich großen Aufwand betreiben dann. Aber
Auch da vielleicht mal ganz kurz wieder zurück auf eine Sache, die Sie gerade erwähnt haben. Broker fürchten ja Publicity. So, jetzt kommen viele unserer Zuhörer hier aus einer Facebook-Gruppe. Inwieweit muss ich denn aufpassen, wenn ich jetzt mit meinem Broker im Rechtschreibbrillen, was ich darüber poste und aussage? Also Klassiker ist ja, man ist mal richtig sauer, geht in diese Facebook-Gruppe oder sonst irgendwo auf soziale Medien, Scheißladen und ledert mal so richtig ab. Inwieweit muss ich da vorsichtig sein, dass ich mich nicht selber strafbar mache oder selbst Schadensersatzsprüche gegen mich kommen können? Also zunächst einmal ist es natürlich, wenn man darauf aus ist, den Streit zu lösen, meistens nicht ratsam, emotional irgendwie jetzt erstmal loszuziehen und schlechte Publicity zu verbreiten, weil die andere Seite natürlich auch emotional dann reagiert und erstmal sagt, du bist scheiße, also verhalte ich mich auch scheiße, mach halt, was du willst. Auf der anderen Seite kommt es hier wieder darauf an, wie und was letztendlich gepostet wird. Wir haben ja die freie Meinungsäußerung, sodass ich Meinungen äußern darf, im Sinne von, ich bin der Meinung, das ist ein Drecksladen, dann ist das meine Meinung. Wenn ich da hinschreibe, die haben mir Geld geklaut, dann ist es eine Tatsache, beziehungsweise eine Tatsachenbehauptung. Wenn die nicht korrekt ist, dann diffamiere ich die Person und bin da natürlich dann im Strafrecht unterwegs und muss gegebenenfalls auch Schadensersatz leisten. Kann man eigentlich eine juristische Person beleidigen, also einen Drecksladen oder sowas? Da bin ich mir nicht tief genug in Jura drin. Also gibt es auch so eine Beleidigung oder? Ja, das wird dann auf die Mitarbeiter natürlich bezogen. Okay. Also umso größer die, also es muss bestimmbar sein. Wenn ich, also das berühmte Beispiel ist ja All Cops are Bastards. Da habe ich aber eine bestimmbare Gruppe, nämlich die Polizisten. Wenn ich einfach sage, alle Menschen sind Idioten, das ist nicht mehr bestimmbar, das ist vollkommen witzlos, weil klar ist, ja. Wen meine ich? Keine Ahnung. Aber alle Mitarbeiter des Brokers XYZ sind Betrüger, wäre dann wieder sehr Ja, gefährlich. ja, ja. Oh, okay. Selbst wenn ich sage, der Broker ist ein Betrüger, meine ich damit zwangsläufig die Mitarbeiter, weil Richtig, genau. wer soll sonst sein? Okay, das ist eine spannende Differenzierung. Wenn ich jetzt noch eine meiner Herzensfragen loswerden dürfte, und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass diese Frage kommen wird, weil ich mich über diese Szene relativ aufrege. Wir waren jetzt schon bei Prop Trading, wir waren beim Brokern. Mein Lieblingsthema sind ja immer die Coaches. Und ich rede jetzt nicht von den vielen seriösen Trainern, die da draußen unterwegs sind, sondern für solche Geschichten wie, gerade die Woche haben wir es gelesen, ich gebe euch Geheimwissen, mit dem ihr garantiert profitabel werdet. Und dann im Text, Fließtext war zu lesen, das ist Geheimwissen, mit denen die großen Banken arbeiten, das lege ich euch offen. Jetzt buche ich diesen Kurs, stell fest, naja, eigentlich hat der gar keine Ahnung, sondern redet nur allgemeine Sachen, will vielleicht noch irgendwas anderes verkaufen, also sein Programm, seine Brokerdienstleistung, was auch immer. Ich bin also darauf reingefallen. Ist der für seine Werbeaussage wirklich haftbar und kann ich hinterher sagen, ja Mensch, ich bin jetzt aber noch seit einem Jahr kein Supertrader geworden nach deinem Kurs? Also Werbeaussagen sind generell in der Klage beachtlich. Also hier gibt es ja auch das berühmte Beispiel mit der Pepsi-Werbung und dem Jet für X Punkte. Und jemand hat sich dann die Punkte geholt, wollte sein Jet haben und Pepsi hat gesagt, ja, das war ja nur ein Witz. Wurde später dann vor Gericht verglichen, aber wenn ich in der Werbung damit, wenn ich damit werbe und es keinen Disclaimer gibt, sage ich mal, dann ist das erstmal so und muss auch geliefert werden. Bei Coaching ist es immer etwas schwierig im Sinne von, man kann sich das vorstellen wie mit einem Nachhilfelehrer. Ja, ich gebe dem Geld, damit er meinem Kind meinetwegen Mathe beibringt. Wenn er jetzt ankommt und macht eine Nachhilfestunde über Latein, ist das zwar ganz nett, ist aber nicht Vertragsgegenstand und damit kriegt er natürlich auch kein Geld, weil ich habe nie gefordert, dass er Lateinunterricht bringt, er sollte Matheunterricht bringen. Deswegen die Frage, wenn ich jetzt ein Coaching habe fürs Trading und kriege eine Verkaufsveranstaltung fürs Programmieren, dann passt das nicht zusammen. Kriege ich aber meine Mathe-Nachhilfe und
Der Mathe, ja, der Nachhilfelehrer ist halt nicht toll im Erklären oder kann es selber nie, was auch immer. Es ist keine Werkleistung. Ja. Ich habe nicht gesagt, ich will ein Haus und kriege ein Haus, sondern es ist eben eine Dienstleistung, wo kein Erfolg geschuldet ist in der Hinsicht, dass ich am Ende tatsächlich jetzt eine Eins in Mathe bekomme. Wenn ich damit werbe, ist es wieder was anderes. Ja, wenn ich sage, Sie sind bei mir und Ihr Kind kriegt garantiert, wenn es ein Jahr bei mir war, immer nur noch Einser, dann ist das natürlich ein einklagbares Werbeversprechen wiederum. Okay, also auch du wirst erfolgreicher Trader, wenn du meinen Kurs hast, dann wirst du profitabler Trader. Wäre ein einklagbares Werbeversprechen? Ja und nein, das ist mir jetzt wieder zu pauschal, weil was ist Okay. ein erfolgreicher Trader? Profitabel. Entschuldigung, ich habe es gerade nur in profitabel ein bisschen geändert. Ja, auch das ist mir nicht genug. Nicht? Okay. Wenn ich aber damit werbe, du machst jeden Monat 5.000 Euro, wenn du meine Ratschläge befolgst, dann erwarte ich, dass ich eine Strategie vermittelt bekomme, mit der ich 5.000 Euro im Monat umsetzen kann. Okay, wenn es so konkret ist, okay. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist Coaching noch das, was am schwierigsten einklagbar ist, weil eben kein konkreter Erfolg in der Regel geschuldet ist. Wir haben gerade noch eine Frage gekriegt im Chat, wie das ist mit so Indikatoren. Also sprich, wenn einer sagt, ich verkaufe dir hier diesen Superindikator und mit dem machst du 10% im Monat. Wäre es dann dasselbe eigentlich im selben Bereich, bloß ein bisschen halt auf ein Programm bezogen, also auf eine Software? Hier ist die erste Frage, die ich stellen müsste, wie verdient man mit einem Indikator überhaupt Geld? Mit einer Trading-Software, okay, verstehe ich, aber ein Indikator zeigt mir erstmal nur was an und ich muss manuell handeln. Oder ich muss ein Programm drum basteln. Wie auch immer, ist es hier natürlich so, keiner sitzt 24 Stunden vorm Rechner, sodass ich sagen kann, ja, wann hast du denn gehandelt? Ja, da mal einen Tag, da mal einen Tag, da mal einen Tag. Ja, hättest du 24 Stunden, 7 Tage die Woche gehandelt, hättest du die 10% gemacht. Sodass da schon der erste Knackpunkt ist, wie ich 10% mit dem Indikator überhaupt realisieren kann. Die Folgefrage von Iris Ellers gerade, oder die automatischen Programme, die automatisch handeln, also mit diesem Indikator. Also sprich, es gibt nicht bloß einen Indikator, sondern auch dieses Programmchen dazu, der dann eben 24 Stunden handelt. Ja, hier ist es natürlich so, wenn ich tatsächlich eine Garantie oder ein Versprechen abgebe im Sinne von das Ding erwirtschaftet 10% im Monat, ist das ein Garantieversprechen und daran bin ich gebunden. Wenn ich natürlich drin stehen habe im Sinne von kann bis zu 10% machen, immer wieder in einer ganz offenen Geschichte, kann auch bis zu minus 100% machen. Ah, okay. Das heißt, dieses kleine Bis zu ist schon der Unterschied. Ja. Interessant. Benjamin sagt, er hätte auch noch eine Frage. Benjamin, bitte. Also. Ja, genau. Da hätten wir eine nochmal von Christian Becker. Müssen deutsche Broker die Kapitalertragssteuer direkt an das Finanzamt abführen oder müssen sie das nicht? Und wenn er das muss und nicht macht, würde er sich da mit haftbar machen? Zum einen kenne ich sehr wenige deutsche Broker, um ehrlich zu sein. Also es gibt natürlich Banken, die das anbieten, aber jemand, der wirklich handelt, wird im Zweifel die Gebühren scheuen. Nichtsdestotrotz ist ein Broker, der tatsächlich seinen Sitz in Deutschland hat und auch keinen anderen Sitz hat, sodass die Trades meinetwegen über Zypern abgewickelt werden oder sonst wo, müsste die Kapitalertragssteuer direkt abführen. Ja. Inwieweit hier eine Schadensersatzpflicht besteht, in Deutschland ist es ja so, ich kriege nur die Schäden erstattet, die auch wirklich eingetreten sind. Ob die es jetzt direkt abführen oder ich am Ende des Jahres sehe ich noch nicht den Schaden, der dabei entsteht. Also da sehe ich jetzt noch nicht, wie ich einen Schadensersatzanspruch basteln würde, mangels Schaden einfach. Gilt dann auch für diese White-Label-Geschichten wahrscheinlich, weil das ist ja häufig so, man hat in Deutschland halt einen Sitz, aber der eigentliche Abwickler sitzt halt in den USA, in Zypern, wo auch immer. Das ist ja genau dieses Konstrukt, Das was geht häufig gemacht wiederum. wird. Also dann zählt aber auch der Hauptsitz. Ich Okay. kann eine Zweigniederlassung in Deutschland haben, dann will ich aber nicht. Dann muss ich nicht die Kapitalertragssteuer direkt abführen, solange ich die Geschäfte über die
ausländische Gesellschaft laufen lassen. Werbung haben wir gerade schon angesprochen. Was ich immer wieder mal sehe, speziell in sozialen Medien, dass irgendwas gepostet wird, also was nicht hier über eine Aktie oder eine Grundlage oder was auch immer, und darunter oder dieses Buch wird empfohlen oder was auch immer. Und darunter ist dann relativ versteckt, manchmal sogar absichtlich versteckt, ein Affiliate-Link. Das heißt, es ist nicht offen gelinkt, dass dafür eine Vergütung bezahlt wird. A, ist es zulässig? Sind wir da im Wettbewerbsrecht oder wo sind wir? Also kann da eine Abmahnung kommen oder ist es okay? Also wenn ich jetzt Broker bewerbe oder Ja, generell. ganz genau. Man sieht häufig, ich empfehle dir diesen Broker, dann kommt mit einem URL-Shortener versteckt, da ist ja hinten eigentlich dann so ein Affiliate-Code drin, dass der eben an dem Klick verdient. Ja, im Idealfall lege ich sowas offen, sonst kann ich eben in einen Interessenskonflikt kommen, gegebenenfalls. Also hier kann sich eine Haftung auslösen, auf jeden Fall, sofern ich nicht offenlege, dass ich hierbei mitverdiene. Interessenkonflikt ist ein interessantes Thema, das habe ich vorhin vergessen, weil die Broker verdienen ja immer dran, dass die Leute möglichst viel traden durch den Spread, also gerade die CFD-Broker. Und da wird ja häufig, sei es in Seminaren oder auch auf Webseiten, versucht, die Leute zum sehr vielen schnellen Handel zu animieren. Also Scalping und möglichst viel Intraday und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Da ist doch auch ein starker Interessenkonflikt. Also von moralischen Seite mal ganz abgesehen, aber gibt es da auch eine rechtliche Seite? Inwiefern? Also ich habe Also die wenn ich die Frage. Leute, wenn ich genau weiß, dass die Leute umso mehr handeln, umso mehr verlieren sie normalerweise auch. Überhaupt Anfänger, so ist es halt einfach. Und wenn ich jetzt als Broker komme und irgendwelche Tipps gebe, vielleicht noch irgendwelche Seminare anbiete, die auf schnelles, vieles Handeln angehen und die Leute ihnen immer mehr Trades reindrücke, bloß damit die mir eben Umsatz bringen und damit Geld. Na gut, hier kommt es eben wieder ein bisschen drauf an, wenn ich lediglich Pauschalstrategien vorstelle, dann ist das okay. Wenn ich natürlich Handelsempfehlungen ausspreche, gezielt auch für Personen, die Handelsempfehlungen so aussprechen, dann bin ich eben wieder in der Anlageberatung drinne. Und hier kommt man natürlich auch schnell in die fehlerhafte Anlageberatung. Also wir sagen jetzt mal, der Broker hätte die Lizenz zur Anlageberatung. Dann kommt ein Handelsanfänger daher und der Broker empfiehlt, ja, mach hier Hochfrequenzhandel oder Scalping oder sonstiges. Der Kunde denkt sich, ja, was willst du denn von mir? Und er sagt, ja, geh einfach rein und raus, ganz schnell, das wird schon. Da sind wir natürlich auch schnell in der Haftung, weil absoluter Schwachsinn. Okay. Wir waren schon ein bisschen bei diesen praktischen Geschichten. Sie hatten da mal erwähnt, klar, wegen 20 Euro lohnt es sich nicht. Ich meine, da sind wir uns einig. So aus Ihrer Erfahrung, auch für unsere Zuhörer, wo würden Sie denn sagen, ab einem Schaden von ungefähr XYZ sollte man vielleicht doch mal einen Anwalt anrufen? Oder unter X Euro lohnt es sich ja eh gar nicht? Ohne jetzt bitte genaue Zahlen, aber so ein Range vielleicht oder. Also, ich sag mal so, ab 10.000 lohnt sich's schon. Da ist immer noch, kostet der Anwalt natürlich immer noch einiges prozentual gesehen, aber da kann man dann sagen, kann man auf jeden Fall mitnehmen nochmal was. Wir haben aber auch beispielsweise eine Anfrage gehabt, war ein Betrugsfall, wo sowieso die Chancen extrem schlecht stehen, dass jemals was zurückkommt, hat 1.000 Euro da verloren, da zahlt er mir am Ende des Tages mehr, als er zurückbekommen würde vor dem Hintergrund, beziehungsweise er wird selbst unter der hypothetischen Annahme, dass er was zurückerhalten würde, würde er effektiv immer noch nicht wirklich was zurückbekommen, sodass das sich dann natürlich nicht ganz lohnt. Vielleicht eher eine Sache der Befriedigung dann auch, dass man da was gemacht hat, aber nun gut. Klar, wenn es einem lediglich ums Prinzip geht, ist es eine ganz andere Sache. Aber hier muss man halt schauen, wenn es mir ums Prinzip geht, ich will einfach strafverfolgend tätig werden, dann ist das okay. Wenn ich aber sage, mir geht es ums Geld, dann ist halt schwierig. Das heißt, Sie würden Ihrem Kunden dann auch Not oder Ihren Klienten notfalls auch sagen, hey, da erstatten wir Strafanzeige, weil. Eine Strafanzeige erstatten wir so oder so immer, weil wir brauchen die Strafverfolgungsbehörden, um auch die Namen Okay. herauszufinden. Oh, okay. Ich schreibe aber dazu, dass sie das auch selber machen können und
und sage Ihnen eben, es ist am Ende des Tages eben auch eine Wirtschaftlichkeitsfrage, inwieweit man den Schritt gehen möchte, müssen sich dann eben überlegen oder ob sie dann eben selber die Strafanzeige machen. Und in der Theorie kann die Staatsanwaltschaft alles, was wir auch machen. Wir treten dann nur ein bisschen in den Hintern, damit es vielleicht mal an der einen Stelle oder anderen Stelle weitergeht. Aber in der Theorie macht die Staatsanwaltschaft irgendwann auch das alles. Kann sich sowas nicht Jahre ziehen, weil es klingt alles so ein bisschen langwierig und eh da die entsprechenden Fachleute immer dran sind? Das ist richtig. Das kommt natürlich auch darauf an, wie motiviert der Staatsanwalt ist, der es bearbeitet. Und auch mitunter auf den Ablauf, heißt vor allen Dingen bei Kryptowährungen ist es so, dass wir eben die Analyse des Zahlungsverlaufes selber machen und der Staatsanwaltschaft schon mit übermitteln, sodass wir da genau sagen, bitte fragt an der und der Börse an. Hat man das nicht, die Staatsanwaltschaft hat, also beziehungsweise es gibt eine Spezialabteilung bei der Kriminalpolizei, die auch diese Software hat. Die Staatsanwaltschaft sammelt hier aber meistens Fälle. Heißt, wenn da 100 Leute zusammenkamen, die alle an dieselbe Wallet überwiesen haben, dann geht der Fall immer in diese Spezialabteilung, um zu gucken, wo gingen jetzt die Gelder hin. Ist es ein Einzelfall, kommt es auch sehr häufig vor, dass der Fall eingestellt wird, mangels Beweisen, weil sie einfach den Fall nie abgeben an diese Abteilung. In welchen Bereichen sind denn so Ihre Hauptfälle dann? Also gegen, oder kann man, gibt es da irgendeine Tendenz, wo man sagt, Mensch, das ist besonders häufig so der Fall, diese Probleme? Ja, na gut, ja, hauptsächlich beschäftigen sich meine Fälle natürlich mit den wirklich existenten Brokern, heißt fehlerhafte Anlageberatung, fehlerhafte Anlageverwaltung und fehlerhafte Klassifizierungs- und Professional Client. Ja, an der Stelle, Benjamin, du kannst mal gucken, ob noch irgendwelche Fragen da sind. Ich zeige jetzt mal ganz kurz so lange nochmal. Ups, damit. Und das poste ich auch nochmal in der Gruppe, damit vielleicht alle auch mal die Kontaktdaten von Herrn Müller sehen. Klappt das? Wird das angezeigt? Ja. Perfekt. Einfach da sind mal die Kontaktdaten drauf. Wie gesagt, ich poste es auch nochmal. Also gerade dieses Angebot für ein kostenfreies Erstgespräch finde ich ja doch durchaus sehr interessant, wenn mal jemand was haben sollte. Eine Nummer, die man sich speichern sollte. Als Trader. Ja, ist doch so. Wir hoffen ja alle, wir hatten es ja, wir hoffen ja alle, dass es immer glatt geht und dass nichts passiert. Aber gerade wenn es ums Geld geht, ist es manchmal ja schon ja, gut, ein bisschen vorsichtig zu sein und präpariert zu sein für sowas. Also ich habe jetzt aktuell noch keine weiteren Frage. Gut. Dann haben wir doch schon viele interessante Sachen gehabt. Herr Müller, aus Ihrer Praxis, haben Sie noch so vielleicht einen Last-Minute-Tipp für die Leute, so den Sie sich mitnehmen können? Also außer natürlich, wir hatten ja vorhin schon den Broker vorher mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Gibt es so ein paar Sachen, wo man sagt, Do's oder Don'ts? Das ist schwierig zu sagen. Was man natürlich im Idealfall niemals macht, ist zu handeln auf Kredit. Also bei den Betrügern ist auch oft so, dass sie sagen, ja, dann nimm halt einen Kredit, um uns zu bezahlen oder ähnliches, kriegst du ja sowieso wieder. Also da wird es dann natürlich vollkommen aberwitzig. Ansonsten kann ich natürlich noch ein, zwei lustige Erlebnisse teilen. Beispielsweise, wo man auch meistens nicht drauf achtet, sind die Handelsgebühren oder auch den Handelsverlauf, wenn jemand anders handelt. Hier gibt es dann beispielsweise, dass das Konto zerstört wird im Sinne von, ich mache einfach dauerhaft Position auf und schließe sofort wieder, um das Konto einfach zu zerstören am Ende des Tages. Das ist natürlich auch klassisch fehlerhafte Anlageverwaltung, beziehungsweise das grenzt schon an Betrug. Und bei den Gebühren ist es so, vor allen Dingen bei Swap-Kosten hatte ich einen Broker, der hat das zwar in seinen AGBs drin gehabt. Das ist auch sehr schön, dass er die Kosten auflistet. Das berechtigt ihn aber trotzdem nicht zu einer solchen Höhe.
Wir hatten hier, also übliche Swap-Kosten sind ja um die 2%, sag ich mal. Ja. Und das ist, glaube ich, sogar jährlich. Mehr hatte 60.000% pro Tag, das kann man natürlich mal machen, aber wird dann sehr teuer. Hier sind wir natürlich dann auch ganz klar, die Schwelle zum Bucher ist nicht nur überwunden, die ist schon nicht mehr zu sehen. Ja, das ist vollkommen uninteressant, ob er die Kosten offenlegt oder nicht, weil es ist trotzdem rechtswidrig. Kredit war übrigens eine ganz interessante Frage. Es gibt ja auch diese Margin-Konten, also sprich, dass ich wirklich einen Hebel, ist ja im Prinzip eigentlich, ich trete ja auch so ein bisschen mit auf Kredit in Margin-Konten. Macht es rechtlich einen Unterschied eigentlich? Wird da wirklich ein Kredit gegeben oder wie ist es rechtlich zu beurteilen? Uff, das ist eine tolle Frage. In der bloßen Theorie würde ich es immer noch nicht als Kredit sehen, sondern vielmehr als Sicherheitsleistung. Also ich zahle ja dann, nehmen wir jetzt einfach mal einen Future-Kontrakt. Ich kaufe den ja nicht, sondern ich hinterlege dann eine Sicherheitsleistung, sodass ich keinen Kredit habe, sondern mein Vertragskonstrukt ist ja, ich muss beispielsweise für einen Overnight-Kontrakt um die 20.000, kann mittlerweile höher oder niedriger sein, weiß ich nicht, aber damals waren es 17.000 noch was, also um die 20.000 an Sicherheit auf dem Konto haben, damit ich überhaupt über Nacht halten darf. Intraday waren es 2.000 oder 4.000, weiß ich jetzt nicht mehr. Also dass das eher ein Konstrukt der Sicherheitsleistung ist, was ich hinterlegen muss, damit ich eben meine Position halten darf, als jetzt einen Kredit. Benjamin hat gerade noch eine Frage, habe ich gesehen. Ja, genau. Da kam jetzt noch gerade eine Frage rein. Ist ein bisschen länger. Deshalb bitte ich ein bisschen Geduld, dass ich das durchkriege. Von Trade79. Ich habe eine Frage betreffend einem Coaching und deren Nichterfüllung, welches ich hatte. Dieses fand vor circa 1,5 Jahren statt, hatte circa 7.000 gekostet und wäre über mehrere Tage gewesen. Wir hatten im Vorgespräch Themen und Zeiten abgesprochen, in Klammern täglich 9 bis 17 Uhr, wenn benötigt auch länger. Es hat sich dann herausgestellt, dass kein Tag dieser Zeit in diesem zeitlichen Umfang eingehalten wurde. In Klammern musste früher weg, hatte zwischenzeitliche Telefonate etc. Auch das nachträgliche Begleiten von meinen Trades wurde nie gemacht und es fehlt auch noch ein Coaching-Tag. Trotz schon mehrmaligen Nachfragen und auch vor 2 Monaten einer Mahnung von meiner Seite, dass ich einen Anteil von den Coaching-Kosten zurück will, was er natürlich nicht wollte und er gesagt hatte, dass er sich einen Termin macht und sich im November meldet, was bis jetzt nicht der Fall war. Ich weiß, dass es aber aktuell immer wieder neue Coachings, dass er aber aktuell immer wieder neue Coachings anbietet und durchführt. Aber für mein Coaching ab und zu schließe, also abschließe, hat er anscheinend keine Zeit. Wir sind im klassischen Vertragsverhältnis, sage ich mal, dass die Leistung noch nicht erbracht wurde, sodass man den Coaching-Anbieter hier im Idealfall unter Fristsetzung auffordern würde, die Leistung zu erbringen. Heißt beispielsweise, bitte nennen Sie mir den Termin für den letzten Coaching-Tag bis spätestens zum 2 Wochen, sagen wir mal, 12.12.2023, würde die Frist jetzt verstreichen, ohne dass sich der Coaching-Anbieter mit einem Termin meldet, habe ich dann eben diverse Rechte, wie gegebenenfalls Rücktritt vom Vertrag, Minderung und Ähnlichem. Dazu kommt, dass spätestens, wenn er im Verzug ist, er die Kosten der Rechtsverfolgung auch zu tragen hätte, heißt auch die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten, wenn man sich beraten lässt und dann vertreten lässt, zumindest im gesetzlichen Umfang, hat der Gegner dann zu tragen.
Danke für die Frage, auch das ist ja genau mein Thema. Also super, vielen Dank. Kann ich vielleicht nur empfehlen, genau, also jetzt mal ganz konkret, Trade79 war, glaube ich, der Fragesteller, ne? Ja, genau. Da diese Fristsetzung zu machen, das deutlich reinzuschreiben und wenn nichts passiert, am 13.12. vielleicht mal beim Herrn Müller anzurufen. Durchaus. Ich habe gerade auch nochmal, das Problem ist ja bei mir jetzt auch, dass nach 1,5 Jahren das Vertrauen vorbei ist. Ja, gut. Das, ja, es ist leider, ich meine, die deutsche Coaching-Szene, wenn ich jetzt anfange, darüber zu reden, sind wir die restlichen Stunden bis Mitternacht auch beschäftigt. Es ist manchmal wirklich schwierig. Das ist sehr unseriös geworden, leider. Vertrauensverhältnis ist korrekt. Es gibt Ausnahmen, Ausnahmeregelungen, dass man jetzt nicht auf eine Nacherfüllung verwiesen werden kann, wenn das Vertrauen zerstört wurde oder ist. Da werden aber hohe Anforderungen dran gestellt. Heißt, habe ich jetzt beispielsweise eine Baufirma, habe die beauftragt, hier zu verputzen oder eine Wand hinzustellen. Hat da eben mangelhaft gearbeitet, gilt erstmal das Recht der zweiten Andienung, sodass ich die Firma nochmal auf meinen Hof lassen muss, um denen die Chance zu geben, das zu beheben. Wenn jetzt natürlich, sie sollten eine Mauer hochziehen, beziehungsweise ich habe einen Fall, da wird es ersichtlich, ist wieder ein Extrembeispiel, aber da ist dann klar, den muss ich nie nochmal drauf lassen, der sollte Fenster austauschen. Und bei einem Fenster musste er zunächst noch ein bisschen was an Stein wegnehmen und sollte es dann wieder hochmauern. Ja, er hat sich gedacht, ich mache das ein bisschen kostengünstiger. Ich nehme die Steine raus, mache da Styropor dran, mache hier ein bisschen außen noch was davor, damit es nicht so auffällt und dann ist gut. Ja, das ist natürlich jenseits von Gut und Böse, da ist natürlich das Vertrauen weg und den muss ich dann auch nicht wieder drauflassen. Aber die Anforderungen für einen Vertrauensverlust sind tatsächlich sehr hoch. Lediglich, dass er sich nicht gemeldet hat, würde mir nicht ausreichen, um jetzt den Tatbestand tatsächlich zu erfüllen. Trend 79, die Frage seid beantwortet, wie wir es hier können, der Runde. So, wie gesagt, Ja, also vielen Dank. Kontaktdaten werden wir natürlich mitteilen. Also von daher. Genau. Ansonsten einfach an den Herrn Müller wenden, im Zweifel. Genau. Ja, dann sind wir schon bei 1,5 Stunden. Mensch, die Zeit ging ja echt schnell voran. Also ich denke mal, für heute Abend sind wir es alle ein bisschen geschafft von dem Thema. Ich hoffe, dass jeder von euch irgendwas mitnehmen konnte. Also sei es für seinen persönlichen Fall oder vielleicht für Interesse an dem Thema. Also natürlich vielen, vielen Dank an den Herrn Rechtsanwalt Müller. Also vielen Dank. Das war wirklich ein ganz tolles Thema. Ich glaube mal, das können wir auch gerne mal wiederholen. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn sich der eine oder andere auch mal direkt bei Ihnen meldet. Weil leider sind diese Fälle, sei es mit Coaches, sei es mit Brokern oder auch mit Prop-Training-Firmen, glaube ich, ein bisschen häufiger, als man denkt. Das definitiv. Und Sehr dann hoffe ich gerne. auch, dass die Leute dann zumindest ein bisschen was von ihrem Geld wiederkriegen. Und wir versuchen ja in der Gruppe auch immer, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren und ja, zum gesunden Misstrauen zu bewegen. Also wenn ich sowas höre wie dieses berühmte Fake, der gerade überall umgeht, das ist mein Liebling. Und damit mit diesem unglaublich extremen Beispiel möchte ich dann auch schließen. Schicke uns X Bitcoin, wir schicken dir das Dreifache zurück. Das geht ja momentan um. So, da sind Leute drauf reingefallen, haben dann gefragt, kann ich diesen Menschen verklagen? Da frage ich persönlich mich aber immer mal, mir passiert es in der Fußgängerzone. Ich gehe da spazieren, da kommt jemand auf mich zu und meint, du gib mir mal 50 Euro, dann wartest du hier. Ich gehe nach Hause und komme mit 150 in der Stunde wieder. Da ist die Frage, glaube ich, ob man den verklagen kann, eher komplett falsch, weil da sitzt wahrscheinlich weiß der Geier wo, sondern da fehlt einfach dieses gesunde Grundmisstrauen manchmal auch. Also Broker in Afrika oder Verdopplung von Bitcoins oder hier auch, was man schon immer mal wieder gesehen hat, was Iris vorhin gefragt hat, solche Trading-Experts und Robots und Indikatoren, die 1000%, ich habe so eine Werbung mit 10.000% mal gesehen, da 1000 wohl nicht mehr gereicht. Ich glaube, das kann man euch jedem empfehlen. Denkt doch mal ein bisschen nach, seid ein bisschen misstrauisch und rechnet einfach nach. Wenn ich irgendwas habe, was 100% die Woche macht, tragt euch das mal in Excel ein. Da bin ich nach 2 Jahren Trilliardär. Ich meine, so viel Geld gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Also, ich glaube, auch vor dem Anwalt muss manchmal gesunder Menschenverstand kommen. Und wenn man dann mal reingefallen ist, traut euch mal, euch zu melden. Ja.
Ich weiß nicht, was Sie noch vielleicht den Leuten empfehlen würden, aber gibt es nicht manchmal auch Fälle, wo Sie sich ein bisschen innerlich zumindest den Kopf schütteln und sagen, boah, das hätte jetzt echt nicht sein müssen, dass der darauf reinfällt? Na gut, also ich habe eine Anfrage mal gehabt, der hat den Vogel abgeschossen, sage ich mal. Er hatte bei mir angefragt, ich habe ihm zurückgeschrieben, das ist ein Betrug. Zurückkam, ja, ich schau mal, ich melde mich. 2 Wochen später schreibt er mir, ja, ich habe jetzt nochmal 40.000 überwiesen, wie kriege ich denn mein Geld zurück? Oh Mann. Also noch Ja. schlechtes Geld dem Guten hinterhergeworfen irgendwie. Also, wenn ich schon sage, es ist Betrug und dann, beziehungsweise es war, also ich glaube Ihnen jetzt, aber wie kriege ich mein Geld zurück? Das ist schön, dass Sie mir jetzt glauben, aber ja. Ich frage jetzt nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, weil ich glaube, ich kann mir das Ganze denken. Herrlich. Ja, ich glaube, in dem Sinne können wir jetzt die Runde schließen, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Benjamin, kam noch irgendwas? Nein, momentan aktuell nicht. Gut, dann danke ich mal allen Teilnehmern. Wie gesagt, Kontaktdaten kommen auch nochmal in der Gruppe oder über LinkedIn, habe ich ja eh den Herrn Müller auch verlinkt. Dort war es ein bisschen einfacher. Nochmal vielen Dank auch speziell an Benjamin, der dieses Thema angeregt hat überhaupt. Und nur deswegen sitzen wir hier zusammen. Also danke nochmal dir, Benny, auch. Gerne, gerne. Ja, und Herr Müller, wie gesagt, vielen Dank und wünsche allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, bis zu unserem nächsten Webinar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.